Also, ich mache ja sehr oft Beratungsgespräche vor der Ausbildungsgruppe. Ich besuche jede Ausbildungsgruppe einmal im Jahr, dass sie mich einmal haben arbeiten sehen und bei der Gelegenheit auch ein Gefühl für diese Person, für diese Kultur, für die Bernd Schmidt steht und nicht die Konzepte und was da alles so bekannt ist, haben, um auch so eine Wesensfühlung aufzunehmen. Und ich lasse mich dann einfach auf die Situation ein. Und meine Diagnose, natürlich habe ich gelernt, auf Körpersignale, auf Worte zu achten. Ich achte sehr viel auf Sprache. Wie erzählt jemand durch Sprache, aus welchem Weltverständnis heraus er überhaupt handelt? Mich interessiert oft gar nicht so sehr, was er erzählt, sondern wie sieht die Welt, die Wirklichkeit von jemandem aus, der das und auf diese Weise erzählt. Also da habe ich ja ein eigenes Label für gefunden, nämlich Wirklichkeitsstilanalyse oder Wirklichkeitserzeugungsanalyse. Und ich sage ja auch immer, das Wichtigste, etwa im Coaching, ist das, dass wir am Beispiel aktueller Fragestellungen studieren, wie jemand gewohnt ist, Wirklichkeit zu entfalten und wie er sich dabei steuert. Und das ist immer nur ein Beispiel, also höchstens 50% für das aktuelle Thema, die anderen 50% für dieses Studieren von sich um einen Menschen herum typischerweise entfaltender Wirklichkeit, was der bewusst und unbewusst dazu tut. Und wie komme ich zur Diagnose dieser Wirklichkeit, indem ich einfach sozusagen mich merke, in was würde ich jetzt, wenn ich mich hineinziehen lassen würde, hineinziehen. Also welche Wirklichkeit entsteht auch für mich, didaktisch gesprochen, als würde derjenige ein Drehbuch geschrieben haben, wie er sein Welt- und Wirklichkeitsverständnis ist. Und indem ich mit ihm rede, werde ich Transaktion für Transaktion eingeladen, innerhalb dieser Wirklichkeitslogik zu agieren. Und dort, wo sie meiner entspricht, entsteht da keine Diskrepanz. Und dort, wo ich merke, aha, das ist aber jetzt anders, als ich es kenne oder das kenne ich von daher und so, vergleiche ich dann Wirklichkeitsentfaltungen. Und mit dieser Differenz, in der TA nennt man das soziale Diagnose. Also ich gucke, welche Wirklichkeit entsteht in mir und in welche werde ich einbezogen durch die Situation. Das ist eigentlich mein Hauptinstrument der Diagnose. Und weniger jetzt sozusagen objektivierende Diagnosen. Ich kann es am Beispiel der Antreiber sagen. Das ist ein Konzept aus der TA, eines der wirklich sehr guten. Also beeil dich, streng dich an. Sei stark. Und der Erfinder dieser Antreiber, der Tavy Kaylor, der hat sehr gesetzt auf verbale Hinweise auf Antreiber und all diese Sachen. Und da kann man sich einfach irren, wenn man das macht. Während ich habe das immer ganz anders verstanden und auch ganz anders gelehrt, indem ich nämlich mich aus dem Antreiber heraus verhalten habe und dann haben die anderen gespürt, wie sie in die Atmosphäre und die Wirklichkeitsdynamik dieses Antreibers geraten. Und neben dem, dass ich auf diese Weise den Inhalt lehre, haben sie bei der Gelegenheit auch gelernt, dass man über Identifizieren der eigenen Dynamik, in die man gerät, durch die Einladung der Umwelt, dass man jetzt analysieren kann, wie ist denn die Logik, in die ich da eingeladen werde, finde ich die gut oder nicht gut, passend oder nicht passend. Und wenn ich dazu eine alternative Wirklichkeitsdynamik lostreten wollte, was als Kontrast, was wäre das denn? Und nicht irgendwas als Kontrast, um mich zu wehren, um nicht reingezogen zu werden, sondern einen relativ bewussten Kontrast zugunsten, wie wir vorher gesprochen haben, eines Horizonts, den man von da aus erreichen könnte. Und dann geht es mir auch gleich wieder sehr viel besser, wenn ich diese Komplexität lassen darf und nicht Diagnoseschemata anbieten muss. Ja, das ist interessant jetzt dieser Teil. Das ist für mich natürlich etwas, womit ich mich auch täglich rumschlagen muss, jetzt im klinischen Bereich, also in so einer Kliniksituation. Hier ambulant habe ich das seit 25 Jahren anders gelöst. Da bin ich einfach aus der Kasse ausgetreten und da musste ich halt keine Diagnosen mehr stellen. Für den therapeutischen Bereich, im Coaching-Bereich, Gott sei Dank, ist das auf dieser Ebene ja sowieso nicht unbedingt notwendig. Vielleicht wünscht sich manchmal jemand, aber das
da rede ich dann extra mit den Leuten. In der Klinik habe ich das täglich und für mich ist das ein großes Dilemma, weil ich glaube nicht an Diagnosen in dieser Form, das gleich vorweg. Ne? Das impliziert ein ganz anderes Denken als das, was in dieser hypnosystemischen Arbeit so zentral ist. Da geht man ja davon aus, in Wirklichkeit wird also erstmal individuell schon mit entzeugt, aber nicht nur individuell, sondern auch im interaktionellen Wechselspiel. Eine Diagnose impliziert ja schon die Annahme, ich als Beobachter bin irgendwo getrennt von dem, was ich beobachte und kann dann so Diagnose, also eine Durchschau machen, kann also sehen, wie es ist. Und das genau bezweifle ich aber ganz intensiv. Von der Quantenphysik her kann man und von tausend anderen Sachen das ja auch schon sehen. Aber die ganze Priming-Forschung und alles belegt es auch. Das heißt, eigentlich ist dann für mich die Frage ganz anders. Ja, wofür brauchen wir das überhaupt? Was, und für wen brauchen wir das eigentlich? Eine Diagnose ist ein Mittel zum Zweck, die aber die Gefahr hat, so wie sie üblicherweise gemacht wird, halt irgendwie was festzuschreiben. Ich bin aber an dynamischen Prozessen interessiert, die man koevolutionär entwickelt. Und da ist es dann oft sogar eine große Gefahr. Zumal, sogar wenn die Leute selber eine wollen und dann womöglich daran glauben, sie seien so, dann stärkt es eher die Gewohnheitswirklichkeiten, von der so, ich will mal so einen Begriff, den der Bernd mal geprägt hat, den ich hervorragend finde, diese bevorzugten Stile, wie man in der Welt ist. Aber das ist halt einer von vielen, die noch auch möglich sind. Der Potenzialraum wird überhaupt nicht über die Diagnose erfasst. So. Und im Gegenteil könnte etwas, gerade was man nicht wünschenswert findet, noch gestärkt werde durch diese Art der Aufmerksamkeitsfokussierung. Deswegen bemühe ich mich ständig, Diagnosen zu verflüssigen. Also man sollte einen Teil natürlich schon ernst nehmen, bevorzugte, dominierende Wirklichkeitsstile oder ich nenne das gern halt die hauptsächlich feuernden Erlebnisnetzwerke oder wie auch immer, das ist das genau Gleiche. So. Genau, ja, ja. Und die, ja genau, und das meint ja auch das Gleiche so, die soll immer ernst nehmen. Natürlich, da hat jeder viel Potenzialraum, trotzdem nutzt der Trampelpfade sozusagen. Und die bestimmen dann halt auch vieles dann im Leben oder erzeugen was. Das sollte man ernst nehmen, aber immer mit dem Blick in den Möglichkeitsraum drumherum. Und da müsste man es sowieso umschreiben, finde ich. Weil sie sind aus meiner Sicht, ob es einem passt oder nicht, Maßnahmen der Aufmerksamkeitsfokussierung, die wieder Wirklichkeit erzeugen. Ja, wenn ich zum Beispiel jemand sage, nur ein Beispiel, da hatte ich dann große Schwierigkeiten früher, wenn ich halt das nicht mitmachen wollte, Leute aber Diagnosen haben wollte, dann habe ich ihnen halt angeboten, okay, dann machen wir kompetenzorientierte Diagnosen. Und jemand, der zum Beispiel mit einer Borderline-Diagnose dann kam bei mir, der hat er vorher halt von einem Kollegen gekriegt, wenn wir dann rekontextualisiert haben, in welchen Situationen, in welchen Kontexten hat sich das entwickelt, was hat es für Auswirkungen gehabt und so weiter, dann haben wir gemeinsam die Diagnose entwickelt, mutiger Grenzgänger und kompetenter Brückenbauer bei auseinanderdriftenden Kontinentalschollen. Das war dann die Diagnose, eher prozessorientiert. Naja, als ich dann den Facharzt beantragt habe für psychosomatische Medizin, da ich ja nicht mehr mit der Kasse abgerechnet hat, musste ich dann die Rechnungen vorlegen, die privaten. Da hatte ich dann 400 solche Diagnosen da. Ich dachte, das kann ich jetzt nicht machen, sonst wirst du selber diagnostiziert. Genau. So, aber es zeigt, da geht es um Kybernetik zweiter Ordnung, da wird zirkulär eine Wirklichkeit erzeugt und die Diagnose hat immer die Gefahr, so auch die Annahme, ich könnte sehen, wie ein System ist, aber ich erzeuge mich ja selber schon unterwegs beim Beobachten und das, was ich beobachte, wird dadurch auch wieder mit beeinflusst und wirkt auf den Beobachter zurück. Das muss mit erfasst werden. Und wenn, dann eher so prozessorientierte Sache. Ich mache es lieber so, das ist aber dann ganz ähnlich wie bei dir, dass quasi ich die Leute einlade, ja, man könnte sagen, in einer Art experimentellen Feldforschung, ihre gerade dominierenden Erlebnisnetzwerke, so nenne ich es mal, zu rekonstruieren. So ein Forscher an sich selbst zu werden, immer mit dem Blick, oh, ist das das, was ich eigentlich jetzt, was mir hilft für das, wo ich hin will oder nicht? Wo gäbe es vielleicht noch andere? So muss es also, wenn schon eine multiple orientierte, eine mit einem weiteren Spektrum orientierte Anführungszeichen Diagnose sein, aber eigentlich eine multiple Beschreibung von Möglichkeitsstilen, würde ich es mal gerne nennen. Und da möchte ich schon dazu beitragen, aber nicht eben zur Richtung, so ist es weder die Organisation noch das Team noch der Einzelne. Gerade zur Diagnose, also ich stimme dir voll zu, gerade zur Diagnose würde ich da gerne noch was sagen. Oh, jetzt ist der. Ich
hatte zwei Gedanken, dann mache ich jetzt erstmal den einen, vielleicht fällt der andere mir dann wieder ein. Diagnosen heißen ja fast immer ein Schema über Wirklichkeit legen. Und du kannst viel leichter über relativ stereotype Prozesse Wirklichkeiten legen. Und deswegen sind sozusagen Gestörtheiten oder also Dinge, die sich totlaufen, die auf sehr schmalen Bahnen statt auf vielschichtigen Bahnen unterwegs sind, die kann man relativ leicht diagnostizieren, weil sie schematisierbar sind. Während Gesundheit und Leben ist halt sehr schlecht schematisierbar. Und das Problem ist, dass jede dieser Diagnosen eben in der Regel von leicht schematisierbaren Gegebenheiten ausgeht, aber wenn man dann die Welt dauernd in Diagnosen beschreibt, zieht man natürlich den Teil, und das ist das, was du vorher auch gesagt hast, der eigentlich Stereotyp sich wiederholt an Gewohnheitswirklichkeit, den holt man auch immer in den Vordergrund. Also diese Art von Diagnostik ist an sich schon ein Problem. Ich habe früher, als ich noch NLP gelehrt habe, habe ich immer gesagt, natürlich kannst du, wenn jemand in einer emotionalen Engpass-Situation ist, kannst du relativ gute Augenbewegungsmuster identifizieren. Und dann kannst du das auch beschreiben. Aber wenn es einem gut geht und einem beschreibt einen lebendigen Prozess, da geht es hin und her, das kriegst du nicht in ein Schema, sondern das ist so komplex wie das Leben selbst auch. Das ist mir der zweite Gedanke. Ich hatte noch einen anderen, war nicht gut, aber ist im Moment weg. Vielleicht, wenn ich das Mikrofon halte, das war vielleicht damit vernetzt. Context bound memory. Genau. Ich sage, vielleicht noch gerade noch dann ergänzend, die Diagnose wirkt ja auch auf einem selber zurück, ne? Was du gerade gesagt hast, dann gehst du durch eine Welt von Schablonen. Und meine Erfahrung ist übrigens, das fand ich schon immer faszinierend in Lindau, auf der Psychotherapiewoche, wo du ja auch da und dort auch mal warst, da habe ich dann diese hypnosystemischen Sachen angeboten, das war damals ja richtig exotik. Und da waren aber viele altgestandene Lehranalytiker, die kamen da extra rein, aber immer mit ganz kritischem Blick. Also, ja, sie wollen mal gucken, was da alles noch an Merkwürdigkeiten gibt, aber das ist dann natürlich abseits von allem wirklich Sinnvollen. Merkwürdigerweise in der Pause, das ist jedes Jahr das Gleiche gewesen, kamen aber gerade von denen eigentlich gute Leute, gesagt haben, sie würden mal gern ein, zwei Sitzungen mit mir machen. Ich sage, ja, wieso denn das? Ja, sie wären jetzt schon ein bisschen depressiv geworden in ihrer Arbeit. Und das ist dann so eine Rückwirkung aus diesen schematisierten, so wo der Trampelpfad immer mehr gestärkt wird, der hört sich immer weiter aus, auch für einen selber. Und dann ist man auch umzingelt von solchen Welten. Und die wirken natürlich aufs eigene zurück. Also von daher wünsche ich jedem Coach und jedem Berater, dass er um Gottes Willen sich nicht in die Welt der Diagnosen begibt, es sei denn, er wäre sehr masochistisch. So irgendwie. Ja, und das ist, glaube ich, auch einfach wichtig. Jetzt fällt mir auch der Gedanke wieder ein, dass wir durch Professionalisierung nicht diese Schemata erzeugen. Es gibt ja nicht nur die aus der eigenen Biografie erwachsenen Schematisierung dieser Art, sondern es gibt systematische Anschematisierungen durch professionelle Ausbildungen. Und wenn du dann halt eine diagnoseorientierte, wissenschaftlich Coaching, Gesprächsphasen orientierte Settings, streng unterscheidende Lebensbereiche unterscheidende, Klientengruppen unterscheidende Schematisierung lernst und dann bin ich Coach, wenn ich Aufstellung mache. Ich bin Coach, wenn ich mit Top-Managern arbeite. Ich bin Coach, wenn ich klassische Riemannsche Psychodiagnostik kann. Dann wirst du systematisch eigentlich in deiner Fähigkeit, dich auf Leben in seiner Vielfalt zu beziehen, auch kastriert. Und deswegen dürfen Weiterbildungen, die müssen immer diesen Balanceakt wagen von Leben wahrnehmen, gucken, ob ich Schemata habe, mit denen ich was machen kann, aber um Gottes Willen nicht durch Schemata Leben angucken. Also das Schema muss immer eine Brille bleiben, dann muss mir immer klar sein. Und wenn das, was ich wahrnehme an Leben oder weiß übers Leben und die Schemata, die mir einfallen, nicht zusammenpassen, müssen immer die Schemata weg. Und ich muss situativ, didaktisch neue machen, wenn ich auch bewusst arbeiten will. Das geht nicht ohne eine gewisse Schematisierung. Aber ich muss frei bleiben.
Und dann gelingt ja auch das Zusammenspiel von bewusst methodisch und unbewusst kreativ relativ gut, während wenn man gelernt hat, schematisierend zu arbeiten und denkt, so ist die Welt und nur noch durch die gucken kann, dann hat man ein Riesenproblem, dass man intuitiv einfach merkt, es gibt noch was ganz anderes und kann sich darauf nicht beziehen. Genau. Und diese Gespaltenheit zeigt sich dann auch darin, dass sie auf der einen Seite professionell vielleicht eine gewisse Überheblichkeit zeigen und persönlich dann sagen, da ist aber was und ich möchte mir das gern zugänglich machen. Ja. Und dann neigt man natürlich dazu, das, was davon abweicht, eher zu pathologisieren, in Frage zu stellen und dann zum Vertreter von normativen Regelungsprozesse zu werden. Und das finde ich eine große Gefahr bei diesen Diagnosen, dass sie eigentlich Anpassungsinstrumente werden, möglicherweise ungewollt, die aber Innovatives und sagen wir auch Kulturbereicherndes behindern können dann so. In gewisser, für mich noch vielleicht den Aspekt, sind es Sicherheitshandlungen, so eine Diagnose. Das ist ja in Ordnung. Insofern, ich würde sie auch überhaupt nicht abwerten, wenn man ihren Stellenwert und ihre Nützlichkeit in ihrer Begrenztheit mit beachtet. Ne? Das war zum Beispiel für mich auch bei Milton damals, bei Milton Erickson, der hat sich ja kategorisch geweigert deswegen. Aber natürlich implizit muss der ja auch jede Menge von Kategorisierung und Orientierungskriterien gehabt haben, sonst kann er ja gar nicht durch die Gegend kommen. Aber er wollte sich daran nicht versklaven und hat sich daran geweigert. Für mich war das aber zum Lernen enorm schwer. Und da war ich wieder Gott froh, wo ich dann NLP-Konzepte und so weiter kennengelernt habe dabei. Das ist ja praktisch ein Destillat Ericksonischer Hypnotherapie, aber halt strukturiert, schablonisierend, das erstmal als Orientierungshilfe zu haben. Die große Gefahr ist natürlich drin, das erlebe ich bis heute, wenn ich so in NLP-Kreise bin, ich öfter mal mich bewege, dass die Leute dann an die Schemata glauben und dann sind sie hervorragend in Kontakt mit den Schemata, aber dafür halt nicht mehr mit den Leuten, so in der Form. Und dann wird es wieder sehr einengend und fast sogar, ja, kulturimperialistisch, könnte man das nennen. Da wird was auf jemand drauf oktroyiert. Und das ist die große Gefahr. Gleichzeitig müssen wir es jetzt nicht verteufeln, aber es ist immer so ein Jonglierakt auch wieder. Das ist der didaktische Grundkonflikt, den es schon im Alten Testament zwischen Moses und Aaron gab. Der Moses war ein Vertreter, der jegliche Schematisierung verboten hat. Aber die Leute waren halt in der Wüste und Moses war schon 14 Tage auf dem Berg. Man wusste gar nicht, ob er überlebt hat oder wiederkommt. Die brauchten etwas, woran sie sich festhalten können. Und dann hat der Aaron, Moses Bruder, halt erlaubt, dass sie sich ein Bildnis machen. Und dann haben sie dieses goldene Kalb. Und der Moses hat ja total fundamentalistisch und mit Mord und Raserei darauf reagiert. Und das ist dann jetzt extrem gewesen. Aber ich glaube, es ist immer beides, die Balance. Man muss, und deswegen didaktisieren wir auch, und du machst das ja auch, diese ja sehr, wir plädieren jetzt immer für Vielschichtigkeit und dass man die Dinge nicht so sehr festmachen kann, ein Schema pressen sollte und. Gleichzeitig ist es richtig, sie zu didaktisieren, Werkzeuge daraus zu machen, aber eben mit dieser Haltung, die sowohl der Moses-Seite als auch der Aaron-Seite recht gibt.